Zunächst spricht Professor Enrico D'Angelis, der Präsident der ACIT, der Associazione Culturale Italo-Tedesca, das ist die deutsch-italienische Kulturgesellschaft. Er begrüßt das Publikum zur Aufführung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Es ist die erste von vier Passionen, die Bach komponiert hat. Das war 1724. Das Konzert ist organisiert worden von der Deutsch-Italienischen Kulturgesellschaft in Pisa und wird aufgeführt im Rahmen des Festivals Alter Musik in der Toskana. Er bedankt sich für die Gastfreundschaft. Das Konzert wird aufgeführt vom Orchester der Universität Erfurt und den Chören der Universitäten Erfurt und Jena. Jetzt möchte er sagen, wie sich das Orchester zusammensetzt, aber er findet seine Aufzeichnungen nicht. Er sucht seinen Zettel. Er versucht es aus dem Gedächtnis. Es sind 90 Sängerinnen und Sänger, 14 Geiger, 3 Violoncelli, 6 Violi und eine Viola da Gamba, 2 Kontrabasse, 2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Querflöten und eine Orgel. Es gibt eine Änderung bei den Solisten. Ulrike Staude, Sopran und Monika Dehler sind hier, wie im Programm angekündigt. Neu hinzugekommen ist Tenor Ulf Glöde, der den Evangelisten singt. Erster Bass ist Daniel Blumenschein, er singt den Jesus. Und Andreas Kintschuh singt den zweiten Bass. Dirigent ist Sebastian Kranert, der musikalische Direktor des Universitätsorchesters. Er ist zusammen mit dem Chor und dem Orchester aus Erfurt und Jena seit vielen Jahren Gast der ACIT, aber mit dem Erfurter Orchester zum ersten Mal hier im Dom. Chor und Orchester haben ein sehr großes Repertoire, sowohl geistlicher als auch weltlicher Musik. Zum Schluss wünscht Professor D'Angelis allen Anwesenden ein schönes Konzert und bedankt sich für die Aufmerksamkeit. Soweit der Kommentar und nun viel Vergnügen mit der Johannespassion von Johann Sebastian Bach aus dem Dom zu Pisa am 14. April 2003.
seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, da rein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber den verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohe Priester und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten: Jesus! Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Ich hab's euch gesagt, dass ich sei. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Dass das Wort erfüllet würde, welches er sagte: Ich habe dir keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab. Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat. Mein Vater gegeben hat.
der Oberhauptmann und die Diener der Jüden nahmen Jesu und bunden ihn und führeten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres Hoherpriester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde Ohnmacht für das Volk.
andere Jünger. Bist du nicht dieses Menschen?
Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesu um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für die Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich vor ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest ihn gebunden zu dem Hohepriester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Garten bei ihm, da
verleugnete Petrus abermal, und alsobald krähte der Hahn. Oh.
wir nicht ihn das Licht aus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Redest du das von dir selbst, oder haben's dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Jüden nicht überantwortet würde. Nun ist mein Reich nicht von dannen.
antwortete: Du sagst, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesagt, ging er wieder hinaus zu den Jüden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den Jüdenkönig losgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen, sondern Salomon, nicht diesen, sondern Salomon, Salomon. Ja, was aber war, ein Mörder. Dann nahm Pilatus Jesum und kam. Heißete ihn
in allen Stücken, die mir begleichen, die mir begleichen geht. Erbläge, wie sein Blut erfüllt, erbläge, in allen Stücken, die mir begleichen geht. In allen Stücken, die mir gleichen, die mir gleichen.
Die Kriegsknechte flochten eine Krone von Dornen und satzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Macht habe ich loszugeben.
antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat's größere Sünde. Von dem antwortete Pilatus, wie er Thank you.
zehn andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten inne. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuz, und war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viel Jüden, denn die Städte waren nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuziget ist. Es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilato. Thank you.
haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter Schwester Maria Kleophas bei und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sahe und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter:
Freigemacht.
schweigend, ja, doch neigest du das Haupt und sprichst stillschweigend, ja. Spalten, weil sie
Tag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben in Sabbat übe, denn des selbigen Sabbattags war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Streite mit einem Speer, und alsobald ging Blut und Wasser daraus, und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr, und derselbige weiß, dass er die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Aber man spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gesprochen haben. Willen der Jüden, nie weil das Grab.